Moin Moin, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Neue Runde Let's Play The Forest. Wir sind wieder im Wald unterwegs. Es wird langsam ein bisschen dunkel, wie wir gestern gesehen haben. Wir sind hier in der Region, wenn ihr euch fragt. Ich weiß es nicht. Irgendwo am Ende der Map kämpfen wir uns hier durch mit dem Feuerzeug. Nein, natürlich nicht. Wir versuchen am besten jetzt zu unserer Zweitbase zu kommen. Das ist nicht so weit weg von hier, bevor wir jetzt noch wieder was Neues bauen. Okay, hier nochmal hoch. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Nices, was wir so noch nicht kennen. Was sind das für Beeren? Alter, ich drehe durch mit dieser FN. Ich weiß es nicht. Woran liegt's? Ist Einstellungen, weil ich Sichtfeld, nein, Gameplay, nein, Steuerungseinstellung. Maus-Sensitivity, Maus-Smoothie, Interim, Gamepad-Cursor-Modus, fortgeschrittene Controller, alle Geräte. Ja, das ist irgendwie nix. Nix, was ich einstellen könnte, um zu sagen, mit Taste E, jetzt ging es sofort. Ich verstehe es nicht. Hier geht es tatsächlich schon wieder in den Schneebereich. Nachts im Schnee. Es ist relativ hell im Schnee, das finde ich ganz schön. Auch nachts logischerweise, weil es natürlich alles ein bisschen besser reflektiert. Dann müssen wir mal wieder unseren upgraded Stock hier nehmen. Dann machen sie wieder ein Feuer, sonst frieren wir nämlich gleich. Und dann laufen wir hier noch ein bisschen mal durch die Gegend. Ah, verfolgst du uns? Wo ist denn Waschbär? Ach, hier ist auch noch wieder ein See. Der See ist voller toller Seen. Vor allem hier bestimmt bestes, frisches Schmelzwasser. Das ist der Schmelzersee. Oh, hier oben ist noch ein Zelt. Da könnten wir mal ein bisschen speichern, können wir hier mal ein bisschen. Wir haben mal 200 Tage The Forest überlebt. Da geht es wieder zum Wasser. Herrlich. Da der Mond gerade aufgeht oder sowas. ZZ, ziemlich zügig. Ja, das ist hier die andere Ecke von der Map. Ich glaube, einmal haben wir hier schon, wenn ich mich entsinne. Hier können wir schnell mal 200 Folgen durchgucken und sagen, in welcher Folge wir hier in dieser Ecke waren. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier schon mal waren, aber auch hier gibt es irgendwie nichts Tolles, ne? Außer super krasse Steilküsten hier, wo wir runterfallen, dann war es das. Und irgendwelche komischen Bauwerke, mit denen wir persönlich nichts zu tun haben wollen. Da, was eine Tour. Was eine Tour über die Insel. Kein besonders produktives Wochenende gewesen, ne? Sorry, Leute. Muss auch mal sein. Ja, hier geht es jetzt immer noch nicht runter. Stück Fluss. Oben ist auch ein interessanter Vorsprung, ne? Aber da hinzukommen, muss man da längs, muss man da längs, muss man da hoch. Auch von hier bis da drüben eine Brücke wäre auch schick. Mensch, das wird halt hier schon wieder. Was willst du von uns? Wir müssen bestimmt was zu essen klauen. Das ist wieder ein Angriffmodus. Am besten haut es uns die Klippe runter, so auf einmal von hinten, zack. Überlegen, welcher. Vorne ist unsere Base. Ach so. Noch ein schicker Wasserfall. Das ist doch noch so tief hier, ne? Aber hier kommen wir doch wohl halbwegs glimpflich runter, oder?
Oh, wir haben Hunger. Warum sagt denn keiner was? Ich habe so ein Leuchte-Go mitgenommen. Da oben, glaube ich, da gibt es auch nichts Schönes. Wir müssen ja Kilometergeld kriegen, ne? So viel wie wir heute gelaufen sind. In der heutigen Aufnahme ist Herrschen nur unterwegs gewesen. Die ganze Insel gleich einmal umrundet. Überall gewesen. Oh. Ist uns das Licht ausgegangen? Ja, machen wir uns wieder eine neue. Da haben wir bald keinen Stoff mehr. Nein, Leuch brauchen wir nicht. Lass mir leben. Der Leuchtbestand kann sich wieder ein bisschen erholen. Hier auch ein richtig schön großer See, der dann hier in diesen Wasserfall mündet. So, hier ist noch ein vorgelagerter See. Schön schick mit Seerosen. Und hier ist der große Wasserfall. Oh, ich habe keinen Schrittzähler, ne? Schrittzähler wäre toll. Ja, wir gehen jetzt hier vorne zu unserer Base. Oder wir überlegen doch nochmal drüben in diese kleine Höhle zu gehen. War das die Höhle, wo es die Kletteraxt gibt? Und wir selbst hier im Game haben die Kletteraxt noch gar nicht. Kann nicht schaden, sie zu haben. Ich weiß aber nicht mehr, war das die Höhle? Da drüben? Na komm, wir gehen einfach mal rein, oder? Jetzt haben wir die ganze Zeit so viel Blödsinn gemacht. Ach, hier kommt uns gleich ein Lurch entgegen. Lurch, Lurch. Ansonsten war hier nichts. Wir waren hier auf jeden Fall schon. Hat mir die schon komplett erkundet. Wir sehen ja, hier sind relativ viele Lampen schon aufgestellt von uns. Weil ich immer Freund der hellen Höhlen bin. Schön ist. Genau, hier hängen eine ganze Menge Leute. Da gibt es wieder ein paar Uhren. Hier gibt es ein bisschen Münzen. Die sind ja wieder neu. Was ist das denn? Haben wir ein Stück Spielzeug gefunden. Klauen wir den Leuten das ganze Geld aus den Taschen. Und ging es hier weiter. Wie war das? Ja, genau. Ich glaube, hier mussten wir runter. Und das war so eine Sache, die hatten wir noch nicht gemacht, weil ich mich bisher nicht getraut hatte, da einfach runterzuspringen. Deswegen ist es hier verdammt dunkel. Ich versuche uns schnell eine Lampe hier hinzusetzen. Macht nicht so richtig viel Licht, stimmt's? Stock ist kaputt, muss erstmal wieder ein Stück Stoff ran hier, Stock mit Stoff. Und auch das kann ich schon wieder nicht anzünden, weil er irgendwelche nackigen Macken hat. Das Feuerzeug geht gerade nicht. Wird auch eine Taschenlampe, oder? Wo ist die Mag Light? Das wird nicht schwer. Alter, ich brauche jetzt verdammt nochmal Licht. Das geht nicht. Meine Tauchermaske nicht aufgezogen, dann schwimme ich jetzt bestimmt nicht darunter.
Ja, toll. Gerade ausgegangen. Jetzt wollte ich hier gerade durch. Weiß nicht, ob dort irgendwas ist. Muss mal schnell einen Schokoriegel essen. So, haben wir hier auch mal eine Lampe hingesetzt. Dann sind wir schon langsam am Ende unserer Lampenkapazität. Weil wir nicht so viel Stöcker haben. So, Seile. Hier meine ich, gab es teilweise auch ganz viel Stoff und so, ne? Oder teilweise ganz viel nix. Oh, im Ernst. Die kriegen wir immerhin wieder hin, aber jetzt haben wir 9 Stöcker noch, na immerhin. Sorry. So, und da wir jetzt genug andere Aktionen gemacht haben, kann auch wieder seine Fackel anzünden. Das ist ein ganz großer Held. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu friedlich hier. Da ist ein ganzer Haufen Babys. Sind wir denn jetzt hier was für ein hohen Konstrukt? Irgendwie habe ich ein bisschen den Überblick verloren, muss ich sagen. Haben wir noch einen Schädel? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier die Feuermöglichkeit irgendwie? Siblings. Still missing. Wir sind immer noch vermisst. Dann brauchen wir hier so ein kleines Mini-Feuer. Das geht immer. Was sind das hier alles für Kisten? Ist da irgendwo was Sinnvolles drin? Oh ja, Soda. Was sind alle Schrottkisten? Da ist nichts drin. So, wo sind jetzt die Bekloppten hier? Einer muss doch hier vorne noch rumschleichen. Wo ist der, der hier im Wasser liegt? Da kriegen wir nämlich noch ein paar Lampen aufgestellt. So, einer rein. Schön hell auch dann, ne? Das ist der zweite. Hauptsache, es sind 100 Kisten, wo nichts drin ist. Ist doch merkwürdig. Warum ist da nichts drin? Wir müssten eigentlich nochmal wieder ein Stück zurückgehen, ne? Ich weiß, da haben wir noch einiges übersehen. Ich glaube, da waren auch noch Stoffkisten und sowas, weil Stoff ist ja gerade so ein bisschen unser Problem.
sagen, stell dich nicht so dämlich an hier. Ah, hier geht es irgendwie noch weiter. Hier kann man freisprengen. Wir haben ja noch einen Sprengstoff. Das ist dunkel. Schnell wieder zurück erstmal. Hier müssen ja Schädel jetzt sein, ne? Ja, wir können auch brennen. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen heller. Das Wasser ist nicht tief genug. Das hat uns natürlich super dumm Rüstung gekostet. Und es wird einfach gerade nicht mehr. Das ist also Verschwendungsrüstung, wenn wir jetzt welche nutzen. Das ist teilweise auch ein Bug. Super buggy. Nehmen wir den Stock, zünden wir wieder an. Gucken wir mal, was wir uns hier Schönes freigesprengt haben. Ich weiß nicht genau. Vielleicht haben wir auch die Kletterachse jetzt hier schon irgendwo übersehen. Ich habe keine Peilung, wo wir jetzt genau sind. Ich würde sagen, das Ganze gucken wir uns am nächsten Wochenende weiter an. Denn für heute sind wir schon wieder am Ende. Die Höhlenerkundungstour wird ein bisschen umfangreicher, so wie es den Anschein macht. Und sollten wir demnach morgen machen. Ich weiß auch nicht, wie weit es hier noch geht, ob wir hier rauskommen, ob hier noch böse Gegner kommen. Keine Ahnung. Also, danke Leute, bis zum nächsten Wochenende und tschüss.